Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und unseren anderen Kindern, die wir hier so haben. Ich habe hier mein schlaues Buch schon offen rumliegen. Und da steht, dass wir am Dienstag schon die Babys altern dürfen. Dieses sollte vielleicht mal eine neue Windel bekommen und was zu essen. Den Kindern sollte es soweit ja auch ganz gut gehen. Die sollten zumindest, ja, so langsam mal halt in ihren Noten aufsteigen. Warum geht's denen eigentlich so schlecht? Naja, okay, ich glaube, ich habe am Ende des Videos schon wieder versucht, schwanger zu werden, ne? Irgendwie geht's denen dann immer allen schlecht. Das ist nicht gut. Das sieht eklig aus. What happened? Der Haushalt sieht so mini aus, ne? Aber irgendwie ist es auch mal wieder ganz beruhigend eigentlich. Oh nö, ich habe den Kuchen vergessen. Oh, toll. Darf ich schon wieder einen neuen machen? Ich lieb's ja. Was ist mit ihr, Alter? Was ist das für ein Dance? Den habe ich noch nie gesehen, gefühlt. Ihre Moodlets sehen hier auch gar nicht glitscht aus oder so. Das ist ganz normal. Achso, übrigens, es ist ja gar nicht Samstag. Und trotzdem kommt die Baby-Challenge. Weil ich wusste nicht, was ich sonst für ein Video machen soll. Und dann dachte ich, da kann ich auch einfach zwei Let's Play-Parts mit reinbringen in dieser Woche. Weil ich habe ja die Zeit dafür jetzt, wo ich Ferien habe. Das ist ja auch mal ganz schön. Wir können uns jetzt schon mal um einen neuen Kuchen kümmern. Damit ich nicht erst wieder so kurz vorher dran denke. Weil ich kenne mich. Ich räume hier jetzt am besten einfach auch mal ein bisschen manuell auf, ne? Weil dieser Spielstand ist halt so glitscht, dass das teilweise nicht mehr so vernünftig funktioniert mit dem sauer machen und sowas, deswegen, ja, mache ich es lieber manuell, damit hier nicht alles immer so krass rumstinkt. Muss ja nicht sein, ne? Ich habe ja auch schon mal überlegt, ob ich nicht so eine Cupcake-Maschine mir einfach mal besorgen soll in dem Game, also in dem Spielstand hier. Aber das Ding ist, wo stellen wir die hin? Weil ich meine, grundsätzlich wäre das ja schon irgendwie cool. Das würde Melody auch mit dem Backen helfen, ne? Aber ich will halt auch nicht, dass dieses Haus so komplett lost aussieht, wo da einfach so eine Cupcake-Maschine steht. Ich hoffe, dass sie es früher oder später nochmal reinbringen ins Spiel, dass man auch im Ofen Törtchen und so machen kann, weil es ist schon weird, dass man so eine komische Maschine benutzen muss, um Cupcakes zu machen. Also ich habe auch nichts gegen die Cupcake-Maschine, ne? Aber sie passt jetzt nicht in jedes Haus, würde ich sagen. So, sie strickt jetzt noch was und danach kann sie die Bebes älter werden lassen. Sie mag Latin Pop, das ist okay. Dass die mich immer zum Teetreff zwingen wollen, ne? Ich gehe dahin, wenn ich es will. Mensch. So, und ihr seid natürlich wieder schön fleißig. Die werden zwar heute auf jeden Fall nicht mehr gealtert werden können, also im Ingame-Tag, weil die ja nur Level 3er Schüler sind. Die sind ja nur 3er Schüler. Demnach können die ja nicht direkt auf 1er Schüler springen, auch wenn das ziemlich geil wäre, aber das funktioniert leider noch nicht. Aber wenn sie wenigstens 2er Schüler werden würden, wäre das ja schon mal ein guter Schritt. Ich möchte, nein, ich will keine Beziehung mit dir. Geh weg, Alter. Nur weil ich mit dir gebumst habe, heißt es nicht, dass ich mehr mit dir will, ne? Nur so. Yay, Kleinkindstrampler, wuhu. Erstmal zum Kleiderschrank hinzufügen. Den kann ich vielleicht ja auch einen von den beiden direkt geben. Mal gucken. Wenn ich gleich dran denke, weil mein Hirn ist manchmal ein bisschen dead. Yay, Linus ist albern. Du wirst ja wohl das Kind irgendwo absetzen können, Alter. Oh, Penny ist auch älter geworden. Random, die ist auch albern. Dann auf geht's, ab geht's. Das ist ein Werwolf. Ich freue mich so. Das war ja das, worauf wir gehofft haben. Penny nicht, aber das finde ich okay. Ich finde es nur weird. Warum ist Linus blond? Generell verstehe ich die Haarfarben nicht. Die waren doch beide schwarzhaarig. Aber wir schauen mal. Ich will auch nicht beste Freunde werden. Geh weg. Wir hatten nur einmal was miteinander, ja? Ich glaube, als Kleinkinder können die noch keine besondere Interaktion machen, großartig. Also so Vampir. Finde ich doof.
nicht Vampir, sondern Werwolf-Interaktion. Aber das ist okay. Das muss ich erstmal wieder bei ihren Kindern vorstellen, man kennt. Werden die diesen Glitch irgendwann jemals beheben? Ich weiß es nicht. Wieder einmal ein Test. Adam ist fast fertig, als er bemerkt, dass seine Frage ganz oben übersehen hat. Alle seine Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Er will es gerade der Lehrerin sagen, als ihm einfällt, dass er den Test dann nochmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Ah, Fehler zugeben. Yeah, Leistungsverbesserung. Woo! Hallo, kannst du dich jetzt deinem Kind vorstellen? Bitte. Das ist wichtig für später, weil irgendwann wirst du bestimmt gebadet werden müssen. Ansonsten wäre mir das auch egal, ja? Man kennt ja euch halt nicht. Pech. Ich habe ja so Sisi-Kleinkind-Strampler, ne? Aber ich kann die nicht benutzen, weil ich angeblich Strickfähigkeit Level 8 brauche. Aber ich kann mir die halt hier nicht anzeigen lassen. Heißt das, ich kann einfach nicht auf die zugreifen? Weil das ist dann irgendwie schon scheiße. So, die Kiddies legen sich jetzt erstmal schlafen, weil die irgendwie unheimlich müde sind. Aber das ist okay. Sie scheint beschwipst zu sein, zumindest, what happened to you? Nein, ich will immer noch nicht mit dir zusammen sein. Yeah, Zweierschüler. Für beide. Und Rosalie hat noch was mitgehen lassen. Kein Problem. So, jetzt haben wir irgendwelche Püppis hier. 91, Bro. Wie lange habe ich hier nicht reingeguckt? Highschool-Diplome. Brauche ich ja nicht. Hier, diese Püppis kann ich ruhig hier hinstellen. Die werden eh wieder in die Kiste geräumt, so wie ich meine Sims kenne. Wir bekommen echt zu viel Geld durch unsere Post, ey. Imagine, man würde einfach in Real Life keine Rechnung mehr bekommen. Also vielleicht auch als Post. Aber dann zusätzlich kriegt man halt einfach random irgendwelche Sachen, die man dann easy verkaufen kann. Also die Kinder haben auf jeden Fall Bock gerade. Guck mal, sie hat's fast, ne? Ist das dann nicht sogar schon Level 10 backen? Komm. Es wäre mega cool, wenn sie das endlich schaffen würde. Jawohl, das Sahnehäubchen. Melody kann jetzt Lavakuchen und Kuhpflanzessenz bei Seekuchen in der Küche backen. Aber dafür braucht man wieder bestimmte Sachen. Och, Manu. Trotzdem ist es cool, dass sie eine weitere Fähigkeit perfektioniert hat. Ihre Fähigkeiten sind zu wild, Alter. Wenn ich mir das so angucke, sie könnte auch einfach ein Super-Sim sein. Super-Sim-Challenge und 100-Baby-Challenge vereint. Apropos. Kann man hier irgendwo angeln? Ich glaube, ne? Wahrscheinlich kann man hier irgendwo angeln. Weil die Angelfähigkeit hat sie auch noch nicht perfektioniert. Sie ist Level 8. Am Anfang haben wir ja sehr viel geangelt. Kann sein, dass wir schon mal nach Angelplätzen hier geguckt haben? Naja, dann halt nicht. Wenn wir mal irgendwo unterwegs sind, vielleicht dann. Ja, Matschan, geh weg. Ach süß, sie umarmt einfach ihr Kind. I love it. Auch wenn sie vielleicht 84 Kinder hat, trotzdem liebt sie jedes einzelne. Und das, finde ich, muss man ihr hoch anrechnen. Sie ist so wild, ne? Liegt die hier einfach random in ihrem... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Pool ist, wenn ich ehrlich bin. In ihrem Gewässer, innerhalb ihres Gebäudes. Ich lasse sie gleich einfach mal einen Nachbarn ausspionieren, weil das klingt sehr witzig. Sie würde so einen Nachbarn ausspionieren in der Hoffnung, dass da irgendwelche nice Männer wohnen. Wild abknödeln. Seit wann ist das eine Sache? Ich bin verstört, Leute. Also die Kids machen sich gut. Ich lieb's. Aua, neuer Fangzahn. Linus jammert nicht grundlos herum. Das tut wirklich weh. Oh, ist das süß. Dachte schon, warum ist er denn jetzt wütend? Aber Baby. Sie hat sogar ihre Hausaufgaben noch geschafft. Ich bin richtig stolz auf sie. Wow. Es ist beinahe, als würde jemand ihr Leben kontrollieren. Wird Melody ihre Träume letztendlich verwirklichen können? Oder wird derjenige, der ihr Leben kontrolliert, verhindern, dass ihre Wünsche wahr werden? Oh, sie hat Angst vor unerfüllten Träumen. Aber ich glaube, ihr größter Traum ist halt einfach, 100 Kinder zu bekommen. Und das sollte funktionieren. Bisher schaut es auf jeden Fall gut aus. Können wir die Tür abschließen für Yamachan, Alter? Man kann sich ja nicht mal vernünftig mit dem unterhalten. Deswegen kann man den wahrscheinlich auch nicht dazu dingsen. Das ist ja nervig, weil sonst würde ich ihm einfach die Tür zuschließen. Das Bild haben wir schon. Wenn wir Bilder doppelt haben, die verkaufe ich. Rosalies! Einserschülerin! Rosalie, du bist einfach eine Queen. Happy Birthday to you. Aber weiß sie ihr Bruder wieder nicht, ne? Deswegen wird sie dann erst im nächsten Part umgestylt. Yay, sie ist übrigens eine Katzenfreundin. Ja! Und sie möchte Königin des Strickens werden. Ach yo, sie ist ja ein Vampir. Aber sie ist auch so schon voll hübsch ohne Umstyling. Sie ist auf jeden Fall auch gut dabei. Das finde ich toll. Das ist auch sehr wichtig. Sie hat Level 3 auf jeden Fall schon erreicht. Nice. Das heißt, sie kann am nächsten Tag einfach schon quasi direkt, wird sie wahrscheinlich schon direkt Einserschülerin, sodass sie dann direkt gealtert werden kann. Das finde ich sehr cool, aber natürlich wird sie trotzdem ihr Umstyling bekommen, weil das fände ich sonst ein bisschen asozial. Nice, sie hat einen Roboter konstruiert. We love it. Sehr schön, Rosalie. Ihre Hausaufgaben hat sie auch noch gemacht. Nice one. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden, denn wir haben heute einen guten Progress gemacht, würde ich sagen. Im nächsten Part kriegen wir neue Kinder.
Sehr schön. Und wahrscheinlich wird Rosalie schon ausziehen. Ich bin sehr ready dafür. Es wird alles sehr, sehr spannend. Wir nähern uns halt wirklich mit großen Schritten dem Finale von diesem Let's Play. Denn das ist einfach super wild. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber wir sind jetzt bei 84 Kindern. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Kinder kriegt Melody jetzt. Aber wir werden bestimmt bei 86, 87 sein. Das ist schon sehr crazy. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie lange wir jetzt hier noch dran sitzen werden. Ich denke schon, dass wir es noch in 2023 mit reinnehmen werden, das Let's Play. Aber ich denke auch nicht unbedingt lange. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!